70 Millionen Jahre soll es her sein, dass sich die ersten Mammutbäume der Sonne entgegenstreckten. Sie besiedelten die Erde zusammen mit Fisch- und Flugsauriern. Früher waren diese gewaltigen Bäume weit verbreitet. Heute gibt es vor allem im Westen der USA noch vereinzelte Wälder. Mammutbäume können riesig werden. Über 10 Meter im Durchmesser und über 100 Meter hoch. Mit dem Wachsen lassen sie sich Zeit. Allein die Zapfen können schon mal 10, 20 Jahre am Baum hängen. Um zu keimen, brauchen die Samen Unterstützung. Von wilden Tieren, die die Zapfen öffnen. Und vom Feuer. In Kalifornien kommt es regelmäßig zu Waldbränden. Für viele Tiere ist das eine Katastrophe. Doch für die Mammutbäume ist das Feuer eine Art Geburtshelfer. Feuer und Holz. Wie passt das zusammen? Das Feuer lichtet das Unterholz und versorgt den Boden mit neuen Nährstoffen. Mammutbäume haben eine extrem dicke Borke und sondern bei Hitze eine Art Schutzfilm ab. Damit sind sie nahezu feuerfest. Nach dem Feuer kann wieder ausreichend Licht bis zum Boden dringen. Ideale Bedingungen für den Baumnachwuchs. Bis einige von ihnen groß sind, wird es viele Jahrhunderte dauern. Doch dann sind sie die größten Bäume unseres Planeten.